herzlich willkommen, Leute, zu meinem 21. Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Meinem Let's Play, das ist sehr schön. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Ja, jetzt sind wir hier bei den kleinen Hüpfi hier. Ja, bei dem geht ja nicht gerade sonderlich viel. Nichtsdestotrotz, müssen wir jetzt als nächstes... Na, wo geht als nächstes hin? Genau, als nächstes gehen wir jetzt zum Todesberg. Das wäre die nächste Wahl. Das wäre meine Wahl. So, jetzt aber jetzt komm, schnell hier. Ja, ich hatte mir halt überlegt, ob ich jetzt mit den Skulltolas und Co. jetzt schon anfange, hier alle zu suchen. Wenn ich welche finde, dann nehme ich die auch sofort an. Aber... Okay, Moment. Warum ist da... Komm ich von... Warum ist da ein Wissensstein, also hier dieser Weisheitsstein oder wie man den auch nennt? Fragen über Fragen. Oh, Epona, hi. Ja, komm. Na. Oh, sag mal. Ja, komm. Rauf mit dir. Worauf ich mich am meisten fürchte, beziehungsweise was heißt fürchte, was mich am meisten ärgert, wird der Tempel, der Wassertempel sein. Es ist der schlimmste Tempel, den man sich je vorstellen kann. Aus dem Grund, weil er so dermaßen scheiße konzipiert ist. Ich habe da schon jetzt keinen Bock mehr. Wenn ich jetzt darüber schon mal nachdenke. Ja, komm. Hi. So. Und. So. Und runter mit dir. Ja, der Wassertempel. Das ist der, der mir am meisten graust. Und ich echt keinen Bock habe. Aber was soll's machen? Das gehört nochmal zu The Legend of Zelda dazu. Und ich muss damit auch leben, ne? So. Und hoch mit dir. Eine andere Frage habe ich ja noch. Ob ich wie viel... Ach, ich habe nur so viele Herzteile. Ja. Ja, komm, gehen wir hoch. Wir müssen eh zum Todesberg. Dies passt ja schon. So. Nee, komm. So, den habe ich jetzt auch schon mal besiegt. Ach, komm schon. Come on! Ah, guckt euch das mal an, Leute. Stimmt ja, da war ja was. So, und unser nächster Herzteil. Man kann ja, wenn man als Kind die kleinen Erbsen da einpflanzt, kann man ja als Erwachsenen Link dann hierher kommen. Wo man vorher ja nicht herkam. Und, ja. Und somit habe ich jetzt wieder zusätzlich ein Herzteil mehr. Mir fehlen jetzt nur noch zwei. Und dann habe ich sogar noch einen Herzcontainer mehr. Das ist schön. So, wir wollen da noch nicht ganz nach oben. Sondern wir wollen... Ja, was wollen wir? Ne, das haben wir ja schon alles. Die Kuh haben wir auch schon gehört. Ja, ja. Mal los. Lauf. Und rein mit dir. So. Wo ist der Shop? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo der Shop ist. Dann
Ja, komm, 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 komm. Na. War das nicht von dem, kriege ich sogar die Rüstung? Na komm. Mich wirst du nicht kriegen. Sicher bist du einer von Ganondorfs Schergen. Spitzenmäßig. Ja komm. Ich habe nicht mehr so viele Bomben und ich brauche. Ja komm. Also irgendwie muss ich den ja kriegen, oder? Oh, das gibt's nicht. Ah, egal jetzt. Hab auch keinen Bock darauf, das zu durchsuchen. Ist da hier jemand? So. Was sagst du? Ich habe eine Waffe fertiggestellt. Wie wär's damit? Möchtest du vielleicht diese Waffe für 200 Rubine kaufen? Nein. Nun gut, komm später wieder. Das, was wir für eine Waffe, was für eine Waffe das ist das Bigoron-Schwert, beziehungsweise. So, ich hab ihn doch gekriegt, ja. Wie konnte dir das gelingen? Du bist einer von Ganondorfs Leuten. Höre meinen Namen und neige dein Haupt in Ehrfurcht. Ich bin Kero, der größte Krieger der Goron. Was? Nein, ich bin Kero, Junge. Ich bin Kero. Was? Auch dein Name ist Kero? Dann musst du der legendäre Dodongo-Jäger sein, der mächtige Kero. Darunia ist mein Vater. Kennst du ihn? Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für uns getan hast. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Kero, für uns bist du ein echter Volksheld. Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Gib mir bitte ein Autogramm. Schreib für meinen Freund Kero, den Goron. Oh, es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten. Doch hör mich an. Mein Vater Darunia begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Oh, nicht weinen, Daddy. Oh, du sollst ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten, du fragst ihn einfach etwas. Worüber willst du ihn befragen? Über die Goron. Oh, ich schnüff, Daddy. Du solltest ihn beruhigen. Vor langer Zeit lebte... Oh, der ist am Zittern. Eine diabolische Kreatur namens Volvagia in den Höhlen des Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf grausamste Art. Sie fraß Goron bei lebendigem Leib. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu vernichten. So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einen der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Hoi, Schniff, Daddy. Du solltest ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten du fragst ihn über die Goron. Vater war gerade nicht hier, als alle von Ganondorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Es war schrecklich. Ganondorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie wohl Volvagia geopfert werden. Vater sagte, dass Ganondorf die Drachenkreatur wiedererweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzen, will der Tyrann die Goron den Drachen Volvagia zum Fraß vorwerfen. Also brach Vater ganz alleine zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, Kero. Möge diese Goron-Rüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Oh yeah! Die Goron-Rüstung, diese feuerfeste Rüstung, passt nur Erwachsenen. Sie schützt vor extremer Hitze.
Spitze. Jetzt öffnet sich natürlich alles hier. Zack. Vater sagte mir, ich solle nicht zulassen, dass ihm irgendjemand folgt. Doch bei dir, Kero, ist das etwas anderes. Ich bin mir sicher, dass nur du uns helfen kannst. Sicher hilft dir auch der Ladenbesitzer weiter. Er hat sich irgendwo versteckt. Lass mich dir nun den geheimen Pfad zum Feuertempel zeigen. Versuche, die Statue in Vaters Raum zu verschieben. So. Ich höre ein Geräusch. Ich habe die Befürchtnis, ich höre... Ah. Willkommen. Bomben 10 Stück. 50 Rubine. 5 Stück. Ah. Ach komm, die Rubine kriegen wir doch eh wieder. Ich habe gerade... Wieso höre ich... Oh! Ich muss einmal noch mal ganz kurz hoch, bevor wir jetzt hier weiterlaufen. Hä? Gerade sagen. Pfeile habe ich ja genug. Ich muss weiter hoch. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Oh, leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Ja gut, dann muss ich das wohl anders machen. So, jetzt aber komm, zack ich hoch. Ja, so viel Zeit muss sein. Wenn ich schon einen Skotulla entdecke, dann will ich den auch haben. Da kann man machen, was man möchte. Ich will's. Und was ich will, ist Fakt. Ja. Noch eine Stufe höher. Ja, komm. Achso, ne, da geht's zu dem Maki. Der will mir ja sein super tolles, geiles Schwert, das schnell zerbricht, geben. Und da habe ich auch keine Lust zu. So. Jetzt höher. Da kommen wir noch nicht hin. Da fehlt mir noch das gewisse Item, sag ich mal. So. Hoffentlich mal, dass ich das hinkriege. Nein! Na gut. Dann beim nächsten Mal. Gut, Leute. Wir gehen jetzt hier weiter. Oh, das reizt mich aber jetzt. Jetzt möchte ich diesen Skulptur auch haben. Bläh. So. Hallo? Was ist das denn jetzt hier? Und natürlich bringt das nichts. Ja. Wie soll ich den denn verschieben? So. Ich bin so doof. So, und rein mit mir. So, damit bin ich jetzt schon beim nächsten Tempel. Das ist schön. Also zumindest im Todeskrater. Okay, das kann ich nicht machen. Ja gut.
Dann geht's weiter nach oben. Wieso kann ich jetzt Felsen nicht zersprengen? Ah. Ja gut, irgendwie muss ich ja nach vorne kommen, oder? Gell? So, ja, dann gehe ich darüber. So. Wow! Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird in jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird die Weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. So. Unser zweites neues Lied. Spitzenmäßig. Du hast den Bolero des Feuers erlernt. Kero, wir werden uns wiedersehen. Super. Denn... ja. Dann spiele ich mal hier weiter, ne? Ich weiß, dass es hier auch noch Geheimnisse gibt. Wo war das denn? Das war ja dahinter noch. Aber da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen... und zwar, Leute, hier beginnt alles. So, ja, um ein Herz tut es jetzt auch nicht weh. So, Leute, willkommen im Feuertempel. Gott. Hallo? Ich wollte gerade sagen... so, komm her. Ha! Das war ein klarer Treffer. Und weil ich ja so ein crazy Macker bin, hole ich mir erstmal mein Herzchen, ne? So, der Feuertempel. Ach Gott, wie ich mich freue. Obwohl ich diesen Tempel eigentlich cool finde. Auch dieser Soundtrack, der ist so affengeil. Oh, gucke mal, wer da wartet. Wer ist da? Bist du es, Kero? Tatsächlich, Kero. Ey, du bist erwachsen geworden, ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten. Doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalischen Drachenkreatur Volvagia aus der Reich des Todes zurückgeholt. Zudem will er die gefangene Goron der Bestie zum Fraß vorwerfen. Als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeisende Ungetüm aus der Höllen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage erwähnt wurde. Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl, Kero. Als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat,
sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Kero. Jawohl. Alles klar. Da ist er schon beim Bossgegner. Ja, und wir sind jetzt... Ja. Und wir gehen jetzt mal hier mal entlang. So. Rüber. Und... Oh, ai, 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 ai. Nee, 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 nee. Darauf habe ich keine Lust. So, den ersten können wir mal schon mal befreien, ne? Zack. Ja. Oh, die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Aronia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in die oberen Stockwerke bringt. Ja! Super, da freut sich ja jetzt jemand, ne? So, und eine kleine Truhe. Nein, Schlüssel? Ja, voll ein Schlüssel. Öffnet eine verschlossene Tür. Super. Ja, jetzt ist einfach nur noch, ja, jetzt geht's hier weiter. Wir müssen halt... Sag mal... Komischer Kauz. So, hier kommen wir auch hin. So. Ah ja. Ich glaube, hier waren Feen, wenn ich mich recht noch entsinne. Weil uns fehlt ja noch eine Fee, ne? Bomben. Und eine Fee. Oh yeah, eine Fee. Oh, noch eine Fee. Brauchen wir aber jetzt nicht mehr. Super, jetzt gehe ich nochmal zurück. Way! Und nochmal. Way! Und nochmal. Way! So, kann nochmal zurück. Ich gucke auf die Uhr gerade auch, Leute. Ja, ich lege ein, zwei Minütchen noch da oben drauf halt, weil ich halt versucht habe, dieses Skotola zu kriegen. Die mir nicht auf Anhieb geklappt hat. Oder beziehungsweise ist immer noch nicht. Die immer noch da rumfeucht, keucht und feucht. Aber ich habe zumindest mir gemerkt, den Ort. Und da werde ich es mir dann holen. So. Ja, ich würde mal sagen, ich beende dann mal hier diesen Part. Ich speichere einmal ab. Super. Spielstand gesichert. Super, Leute. Wir sehen uns im 22. Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time wieder. Wenn es dann wieder heißt Let's Play. Nur mit dem lieben Kero. Bis dahin, Leute. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.